Unermüdlich in ihrer Fülle lockt die Natur zur Rückkehr unserer ursprünglichen Geschmacksknospen und Instinkte und plötzlich entdecken wir, was in unmittelbarer Nähe auf dem Fensterbrett oder im Garten sprießt und keimt, ist Genuss pur. Alles, was die Kraft zum Weiterwachsen innehat, ist Frischzellenkost erster Güte mit geballter Enzymkraft und Nährstoffdichte. Die noch lebendige Pflanzennahrung verhilft zu geistiger Klarheit und wohligem Bauchgefühl, vorausgesetzt wir gönnen uns die Zeit zum Kaugenuss und berauben uns nicht des Schmauen nach Jürgen Schillings Entdeckungsreise zur kultivierten Kaulust. Die meisten raffiniert verkünstelten Gourmetspeisen und Designergerichte entpuppen sich als gärungsfreudige Masse, die nur Bläh- und Kotbäuche füttern und unsere Organzellen bleiben weiter unterversorgt. Die üblichen Supermarktspeisen und Getränke gaukeln mit Kunstaromen und Geschmacksverstärker einen Inhalt vor, der vom Nährwert her nicht mehr drin ist. Damit wird die Signalübertragung auf das Geschmacksempfinden und auf das Sättigungszentrum im Gehirn gelöscht. Ein Grund, warum man sich überisst und sich im Kopf nicht gesättigt fühlt, obwohl der Magen schon voll ist. Das Glas Wein, Dessert oder die Tasse Kaffee hinterher bringt nicht nur das Magenfass zum Überlaufen, sondern treibt den Inhalt in die Gärung. Denn der Magen kann nur zu 2/3 seines Inhaltes Verdauungsenzyme bereitstellen. Der durch schädliche Röstprozesse auf knusprig getrimmte, abgepackte Mampf und Pampf ist nach 30 Mal Kauen keine Gaumenfreude mehr und wird schnell geschluckt. Er ist enzymlos und kann bei überfülltem Magen mangels körpereigener Enzymbildung nicht ausreichend verdaut werden. Fazit: Gärung. Die aus der Gärung resultierenden Toxine gelangen in die Blutbahn, schwächen unsere Organe und vergiften sogar die Gehirnzellen. Abnormaler Gehirnstoffwechsel, Aggressionen, Depressionen, Lethargie, Migränen, chronische Antriebslosigkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsverlust stehen unmittelbar mit Darmgiften in Verbindung. Wir alle sind mehr oder weniger in einem sozialen Geflecht von Familie, Freunden und Bekannten eingebunden und hängen nicht zuletzt unseren Gewohnheiten nach, die es uns nicht leicht machen, notwendig erkannte Veränderungen zu realisieren. Die Wahl der Lebensmittel zu ändern, weg von denaturierten Konserven, weg von Tiefkühlkost hin zu gekeimter Frischkost, mag für manche geradezu ein Kraftakt sein. Trotzdem, es lohnt sich, neue Wege zu beschreiten, denn der Erfolg wird sich bald einstellen. Spätestens dann, wenn unnötige Pfunde purzeln und wir uns körperlich und geistig leichter und wohler fühlen. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen die Rückbesinnung auf die Naturgaben unserer Erde nahezubringen und dringend nötige Aufklärung kontra Zerstörung der natürlichen Ressourcen und pro Gesundheit zu geben. Heilerfolge können sich bei jedem von uns einstellen, wenn wir uns von stressverursachenden Lebens- und Essgewohnheiten verabschieden. Chemie- und Genussmittelgifte, Junkfood und Alkohol, Leistungsdruck und Schnelllebigkeit peitschen unsere Körperzellen von einer Stresssituation in die nächste. Mit grüner Nahrung kommen wir einer natürlicheren, harmonischeren Lebensform und der Wertschätzung der Natur näher. Unsere eigenen Selbstheilungskräfte werden aktiviert und unsere Kreativität wächst, wenn wir uns in unserer Bauchmitte wohlig zu Hause fühlen. Wir gewinnen das Vertrauen in den inneren Arzt zurück und entwickeln das nötige Selbstvertrauen, um unsere Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Essen und Trinken sind ein zentrales Thema unserer Gesellschaft, ein Grundbedürfnis, schlicht gesagt eine Überlebensnotwendigkeit, die sich leider heutzutage als Schlingkultur allerorts abzeichnet. Was wir heute an angeblich Gesundem so alles herunterschlingen, verwandelt sich schleichend zu einer Innenweltverschmutzung. Gemeint ist das Wohlstandsessen-Syndrom mit gesundheitsschädlichen Folgen, da die meisten raffiniert verkünstelten Gourmetspeisen und Fertiggerichte als gärungsfreudige Masse die Bläh- und Kotbäuche füttern, wobei unsere Organzellen unterversorgt bleiben. Zu hastiges Essen und ungenügendes Kauen begünstigen dabei noch die Fäulnis- und Gärungsprozesse in Magen und Darm. Die daraus resultierenden Darmgifte gelangen in die Blutbahn, schwächen unsere Organe bis zur Stoffwechselentgleisung und vergiften sogar unsere Gehirnzellen und unser Gemüt. Die Folgen sind Aggression, Depressionen und Lethargie, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit und chronische Antriebslosigkeit. Die Gärung im Darm verursacht nicht nur Rückvergiftung in das Blut und eine verminderte Nährstoffaufnahme, sondern gravierende Leberschäden mit einhergehender Sehkraftschwäche.
Ein ständiger latenter Alkoholspiegel, nachweisbar schon bei Kleinkindern, leistet der unter Schülern weit verbreiteten Alkoholsucht Vorschub und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Absenkung des Intelligenzquotienten. Auch unser Immunsystem, das zu 75% im Dünndarm lokalisiert ist, wird durch die aggressiven Gärungssäuren und Umweltgifte, welche die Darmschleimhäute entzünden, zunehmend geschwächt. Allergien, Reizdarm, Verstopfung, Infektanfälligkeit, Augen-, Nerven- und Ohrenentzündungen, Herz- und Muskelschmerzen, wandernde Entzündungsherde, Myalgien bis zur Autoimmunerkrankung sind häufige Folgeerscheinungen. Weitere Zusammenhänge brachte M.R. Leibovitz, Chefarzt an der New Yorker Columbia University, mit dem Aufruf »Rettet die Köpfe eurer Kinder« auf den Punkt. Alle Neurosen, ganz gleich welcher Art, bekräftigte er, stünden in Verbindung mit einem abnormen Gehirnstoffwechsel. Kein anderes Organ reagiert sensibler gegenüber Ernährungsfehlern. Übersäuerung, Sauerstoffmangel und chemische Veränderungen durch Alkohol, Drogen und Genussmittelgifte führen zu abnormen Funktionsabläufen im Gehirn. Hinzu kommt der hohe Exorphingehalt durch Mastfutter in Kuhmilch, Fleischwaren und in Weizenprodukten. Exorphine sind morphinähnliche Süchtigmacher. Denken wir nur an die Sucht nach Weißbrötchen oder Weizenmehlnudeln. Wurden diese vom Speiseplan für Schizophrene gestrichen, verbesserte sich eindeutig ihr Zustand. Siehe Udo Pollmer, Prost Mahlzeit. Die zunehmende Fettsucht, Drüsenstörungen, Frühdiabetes und Allergien bei Kindern sind alarmierend. Ebenso bedenklich ist die in den letzten 10 Jahren sprunghaft ansteigende Quote von ADHS-Symptomen bei Kindern und Erwachsenen. Stimulantien und Hyperaktivitätshemmer Ritalin, auch Retard, werden trotz ausreichend wissenschaftlich fundierter Gegenargumente leichtfertig von Eltern und Ärzten eingesetzt, um die Kinder aus Bequemlichkeit heraus ruhig zu stellen. Siehe hierzu ADHS-Experte Dr. Peter Breggin, Forschungsinstitut für Psychiatrie und Psychologie Maryland, Raum und Zeit, Ausgabe 159, 2009. Das biochemische Ungleichgewicht im Gehirn mit fatalen Auswirkungen auf die Psyche und Organfunktionen, unter anderem Herz- und Wachstumsstörungen, Verlust von Hirnsubstanz, wird nicht nur durch diese Drogen hervorgerufen, sondern auch durch künstliche Aromastoffe, die weltweit in aller industriell gefertigten Nahrung und Getränken für den Konsumenten unsichtbar versteckt sind. Ohne die Laboraroma wären die Industrieprodukte im Supermarkt ungenießbar, denn die hochtechnische Produktion lässt den Rest an Geschmack von superschnell wachsendem Gemüse, Obst, Geflügel, Fleisch etc. irgendwo zwischen Fließbändern, Laugen und Säuren auf den Maschinenstraßen. Die Lebensmittelindustrie bekommt die Rohstoffe ziemlich geschmacklos, zum Teil in getrocknetem oder zerlegtem Zustand, damit sie härtesten Torturen in den Maschinen widerstehen und der Anforderung auf lange Haltbarkeit gerecht werden. Die Zutaten müssen vor allem billig sein, denn für geschmackvolle, natürliche Aromastoffe hat die Lebensmittelindustrie kein Geld übrig. Geschmacksimitate sind weitaus billiger. Dass die aromatisierten Fertigprodukte Nähren oder Kraftfutter sind, ist eine Illusion. So enthält eine Knorr-Hühnersuppe mit Nudeln nur 2 Gramm Trockenhuhn in Form von Kügelchen. Der Rest wird mit künstlichen Aromen und Weizenprotein aufgepeppt. Bei Maggi-Rinds-Bouillon sind 2,3 Gramm Rinderfett und mindestens 670 Milligramm Fleischextrakt pro Liter untergebracht. Den Großteil nehmen Jodsalz, Kunstaroma, Natriumglutamat, E631, E627 ein. Der Klassiker der Küche, die Sauce Hollandaise und ähnliche, enthalten statt der Butter billigstes Pflanzenfett, statt der teuren Eier den Farbstoff E160F, den Rest macht der Aromastoff aus der Retorte. Ein Erzeugnis aus der Schweiz, im Glas abgefüllte Salami oder Schweinefleischpasta, wird aus Erdnussresten und Weizenkleber, Salzsäure und Natronlauge hergestellt. Dänische Enzymfabrikanten schafften es, aus Schlachtabfällen, Schweinehäuten und dank eines Klebstoffes namens Protamex einen leckeren Schinken zu kreieren, der bereits im Handel ist. Ein ähnliches Erzeugnis verkauft der weltgrößte Glutamathersteller in Japan, ein zusammengesetztes Steak aus Fleischabfällen mit dem Kleber Transglutaminase. Er wird ähnlich wie Novopharm Geschmacksverbessererenzyme aus dem Schimmelpilz Aspergillus niger gewonnen. Dass Aflatoxine, ein Beiprodukt von Hefe und Schimmelpilzen, die Leber angreift und die Darmflora schädigt, bleibt außer Acht.
Dank Gentechnik werden Spezialenzyme für Brötchen, Käse, Joghurt und Säfte in Kopenhagen entwickelt. Die Enzyme stammen aus gezüchteten kleinen Mikrotierchen oder auch Pilzen, die zielgenau die maßgeschneiderten Hilfssubstanzen ausspucken. Das holländische Gentechnikunternehmen Gist Brocades, zugehörig zum DSM-Konzern, hat den Pilz Blackeslea als Quelle für Beta-Carotin dressiert, das heute fast ausschließlich synthetisch gewonnen wird. Um einen nicht fettmachenden Fettersatz namens Olestra bemüht sich der US-Konzern Procter & Gamble. Grundstoff Baumwolle soll dabei dienlich sein und auch die Faser des Gewächses soll als Ballaststoff fürs Brot der Zukunft dienen. Der Weltkonzern Hoffmann La Roche kauft globusweit Fischabfälle auf, lässt sie auspressen und in eigens erbauten Fabriken zu Fischöl ummodeln, damit es in allerlei Lebensmittel eingebaut werden kann, zum Beispiel in Babynahrung von Nestle und Melupa. Dieses geruchsfreie Endprodukt PUFA, Polyunsaturated Fatty Acid, bereichert weltweit Brote, Kekse, Cornflakes, Chips, Joghurt, Milch und Säfte. Käseimitate, vor allem auf Pizzas und in Teigwaren, Putenschnitzel, die nichts mit Pute außer dem Aromastoff gemeinsam haben, sind Preisknüller geworden, ebenso Hackfleisch, Krebsfleisch und Hummerimitate. Ein Rohei-Ersatz aus USA, bestehend aus Magermilchpulver, Gelatine, Eigelbfarbe und Wasser, kann selbst in der Pfanne eine Spiegelei-Täuschung hergeben. Ein raffiniertes Täuschungswerk sind die Supermarktfrüchte-Joghurts, die anstelle des Fruchtanteils nur Aromastoffe bieten, die zum Teil der holzmindender Labors entstammen, zum Beispiel Erdbeeraroma, hergestellt aus australischen Sägespänen, Pfirsichgeschmack von BASF aus Rizinusöl hergestellt oder das Kokosaroma, produziert vom Bodenpilz Trichoderma viride. Siehe Hans-Ulrich Grimm und Thilo Bode. Mit leichten Rezeptveränderungen im Fachlabor können mutierte Späne Himbeer, Kakao, Schokolade oder Vanillegeschmack vortäuschen. Vanillegeschmack aus der Tüte ist meistens Kunst pur. Zitronensäure, einer der wichtigsten Geschmacksstoffe für Erfrischungsgetränke wie Cola, Limonaden etc., wird fast ausschließlich aus den Ausscheidungen von Schimmelpilzen und Bodenbazillen gewonnen. Solche Geschmacksgemische aus dem Labor müssen in der EU nicht als synthetisch gekennzeichnet werden und die Aromastoffe dürfen als naturidentisch genannt werden. Meistens sind sie versteckt, kleingedruckt, auf der Rückseite unter Zutaten. Gummi Arabicum, bekannt als Rohstoff für Radiergummi und Klebestoff, dient als Trägerstoff für fast alle Aromen, taucht jedoch niemals auf den Etiketten auf. Wenn der Mensch nun, mit Mitteln der Chemie, nur vorgespielt bekommt, er esse eine Kraftsuppe, eine nahrhafte Fruchtspeise, Fischstäbchen oder Rinderhacksteak aus stabilisiertem Pflanzenprotein, wird eine Geschmacksillusion erzeugt, welche die Geschmacksnerven und Rezeptoren im Sättigungszentrum des Gehirns nicht befriedigen und das natürliche Sättigungssignal wird durch die ausgeklügelten Kunstaromastoffe ausgeschaltet. Dem Esser der fabrikgefertigten Nahrung, dazu zählen 75% der Deutschen, entgleitet die Kontrolle über Nährstoffgehalt, Qualität und über sein Körpergewicht. Letztlich werden die konsumierenden Kinder und Erwachsenen nicht nur übergewichtig, sie verlieren auch ihre Empfindungen und werden zum Aromaabhängigen. Dasselbe Muster zeigt sich auch bei Tieren, die durch die Aromastoffe auf den leckeren Schundfraß süchtig gemacht werden und nichts anderes mehr fressen wollen. Wenn lebendiges Gewebe aus Pflanzen oder Tier durch extreme Verarbeitungsmethoden wie ultraschnelles Erhitzen oder Schockfrosten zerstört wird, transformieren sich die Proteine nachteilig zu Polyamiden. Eine Überfrachtung an Polyamiden mit ihren schädlichen Begleitern Putreskin und Cadaverin hemmt die Immunabwehrkörperbildung im Darm und beeinflusst nachteilig den Stoffwechsel. Zudem wird der Transport von Leukozyten zu Entzündungsherden gehemmt. Siehe Dr. Peter J. D'Adomo. Neben einer Denaturierung der Proteine werden auch die heilsamen Lichtschwingungen in industriell bearbeiteten Lebensmitteln zerstört. Die Nahrung wird buchstäblich ihrer Lebendigkeit beraubt. Wenn die Nährstoffe nach der Mikrowelle in unser Blut gelangen, verursachen sie ein Blutbild, das dem eines Krebskranken ähnelt, mit entsprechender Immunabwehrschwächung. Siehe Studie an der Universität de Lausanne, Raum und Zeit, Ausgabe 55/92.
Eltern, die ihre Kinder aus Bequemlichkeit mit Fertigkost, auch Tiefkühlkost und mit mikrowellenerhitzter Nahrung ernähren, handeln verantwortungslos. Wer Nahrung mit Mitteln der Technologie nachmacht oder verfälscht, beeinflusst den Körperbau und die Hirnfunktionen, ja sogar die Gedanken und Gefühle der Menschen. So wie Alkohol oder andere Drogen die Psyche und Organe verformen können, so wirken auch die künstlichen Essensbestandteile auf das Gehirn und können dort nicht mehr absehbare Schäden anrichten. Dringend nötige Aufklärung liefern hierzu Hans-Ulrich Grimms Bücher »Die Ernährungslüge, wie uns die Lebensmittelindustrie um den Verstand bringt« und »Die Suppe lügt«. Die nährstoffzerstörende Zubereitung von der Industrieküche bis zum heimischen Kochtopf und die durch Gärungsprozess verursachte reduzierte Nährstoffaufnahme tragen zur verminderten Versorgung und Energiegewinnung in hohem Maße bei. Der internationale Ernährungsforscher Karl-Heinz Schmidt, Professor für experimentelle Medizin an der Universität Tübingen, spricht davon, dass die Bürger der Wohlstandsgesellschaft infolge der verbreiteten Fehlernährung und des Mangels an Vitalstoffen und Enzymen an vollen Töpfen verhungern. Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte bereits 1998 eine Studie, wonach in Deutschland ein alarmierender Vitaminmangel herrsche, wobei Kinder, Kranke und ältere Menschen am meisten darunter zu leiden haben. Neuere wissenschaftliche Studien, unter anderem Professor Dr. H. Liesen, Uni Heidelberg, Gesellschaft für biologische Krebsabwehr, bestätigen, dass heute beim Durchschnittsbürger eine Defizitquote von über 50% an lebensnotwendigen Vitaminen und Mineralien besteht. Ein 98-prozentiges Defizit an Folsäure etwa führt unweigerlich zum Gedächtnisschwund bei alten Menschen. Das B-Vitamin Folsäure spielt eine zentrale Rolle bei der Zellteilung und der Übertragung von Erbanlagen auf den Embryo. Ein Mangel kann Missbildungen beim Neugeborenen verursachen, darüber hinaus Fehlgeburten, Herzfehler, chronische Blasen- und Nierenschwäche, Schilddrüsenstörungen und geistige Behinderung. Der zunehmende Risikofaktor für Herz- und Kreislauferkrankungen einschließlich Infarkt und frühzeitiger Demenz geht nicht allein auf das Konto erhöhter Homozysteinspiegel, HCY, sondern auch deutlich auf Folsäuremangel zurück. Leider ist das Vitamin sehr hitzeempfindlich und wird beim Kochen zu über 75% zerstört. Wurzel- und Blattgemüse schonend gegart mit ca. 50% Verlust, siehe GU-Vitamin- und Mineralstofftabelle 1996. Auch das Vitamin B-reiche rohe Eigelb büßt, wenn erhitzt, die Nervenaufbaustoffe Lecithin und Folsäure ein. Äußerst bedenklich ist auch die Tatsache, dass beim Durchschnittsbürger eine Defizitquote von 48% an den wichtigen Augen- und Hautvitamin A besteht, von 53% an dem Energiegewinn Vitamin B1, wichtig für Nervenzellen und Muskeln, von 65% am Wachstumsvitamin B2 und ein 65er Vitamin B6-Defizit, ein wichtiger Gewebehormonbilder, unter anderem nötig zur Erzeugung des Wohlfühlhormons Serotonin. Ein 53-jähriger Vitamin-C-Mangel erklärt die zunehmende Intellektanfälligkeit. Das 75-prozentige Vitamin-D- und K-Defizit sorgt für Calciummangeldefekte am gesamten Stützapparat, dazu gehören auch Haare und Zähne. Ebenso alarmierend ist die ansteigende Osteoporoserate bei Jugendlichen durch zu viel an Phosphor in allen Cola-Getränken, Schokolade und Cremes, Eisspeisen, Schmelzkäse, Fertigsuppen, Mehlspeisen, Chips, Pizzas, Nudeln, Keksen etc. Übersteigt der Phosphor- und Calciumgehalt in Speise oder Getränk über das Verhältnis 1:1, dann wird das wichtige Calcium aus Knochen und Stützgewebe entzogen, dazu gehören auch Haare und Zähne. Geradezu mit Phosphaten überfrachtet werden Lebensmittel von der Nahrungsmittelindustrie, versteckt in Emulgatoren, Mehlverbesserer, Wasserbindemittel, Haltbarkeitszusätzen, modifizierten Stärken und als Treibsalze in allen Backwaren, Fleisch, Eier, Milch und Getreide. Besonders Weizen und Hafer enthalten bereits von Natur aus besonders viel Phosphor. Phosphor, der gefährliche Nahrungszusatzstoff, benötigt zwei Gegenspieler, nämlich Calcium und Magnesium, zwei Mineralien, die heutzutage bei Mensch und Tier mangeln. Phosphor wird in der Landwirtschaft ebenso verschwenderisch eingesetzt, um das Wachstum der Pflanzen anzutreiben und mehr an Masse zu erhalten. Pflanzliches Phosphor aktiviert den Energiestoffwechsel des Gehirns, jedoch im Übermaß konsumiert entsteht außer dem Calciumdefizit eine ständige Überreizung der Nerven.
Phosphorbomben Nummer 1 sind Cola-Getränke, verantwortlich für den frühzeitigen Knochenschwund bei Jugendlichen. Ein Zusammenhang zwischen zu viel an Phosphor und dem Hyperaktivitätssyndrom, Zappel-Philipp-Syndrom, auch ADHS, ist inzwischen erwiesen. Kinder und Erwachsene reagieren gereizt bis aggressiv, leiden unter Konzentrationsstörungen und Leistungsabfall. Auch die Allergienzunahme bei Kindern kann eine Abwehrreaktion des Körpers gegen den zu hohen Phosphorgehalt in handelsüblicher Milch- und Weizenprodukten sein. Siehe Raum und Zeit Nummer 147, 2007. Ein über 45er Vitamin-E-Mangel in der noch verfügbaren Nahrung kann die zellattackierenden freien Radikalen aus Umwelt- und Chemiegiften nicht mehr ausreichend unschädlich machen. Auch fehlt es an natürlichen Vitamin-E-Quellen bei allen übergewichtigen Kindern, da ohne genügend Vitamin-E der Fettstoffwechsel entgleist. Vitamin-E-reich sind alle unbehandelten Nüsse und Samen, Obst und Grüngemüse. Der Ernährungsstatus in 10 EU-Städten hat an über 3500 Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren gezeigt, dass alle mit ungenügenden Vitaminen und Mineralstoffen versorgt sind. Entgegen der Empfehlung von 500 bis 600 Gramm Tagesration werden zum Beispiel nur ca. 90 Gramm an frischem Obst oder Gemüse verzehrt. Wiener Zeitung vom 04.04.08. Ernährungsexperten benennen diese Mangelerscheinung in unserer Nahrung mit drei Hauptursachen: der Auslagerung und Überdüngung unserer Böden, der steigenden Umweltbelastung durch Luftverschmutzung und drittens einer Überzüchtung von Pflanze und Tier. Durch Überzüchtung und genetische Veränderung werden die Pflanzen zu immer schnellerem Wachstum gezwungen und können daher die wenigen noch verfügbaren Nährstoffe nicht effizient aufnehmen, noch die für Mensch und Pflanze wichtigen Pflanzenschutzstoffe aufbauen. Die sekundären Pflanzenstoffe, vor allem Bitter- und Gerbstoffe gegen Fressfeinde, werden weggezüchtet. Die Schnellwuchspflanze liefert mehr Masse, jedoch weniger Geschmacks- und Nährstoffe. Die zunehmenden Nährstoffdefizite in unseren Lebensmitteln vermögen künstliche Vitamine in Fertignahrung oder Proteinpulvermixturen, meist mit versteckten Aroma- und Zuckerzusätzen, nicht auszugleichen. Es handelt sich um zusammengesetzte, unnatürliche Gemische mit isolierten Substanzen, die mehr den Organismus belasten als entlasten. So sind etwa chemische Calcium-Magnesium-Tabletten nur zu ca. 25% für den Organismus verwertbar. Ebenso Eisen- und Multivitaminpräparate. Ein weiterer Nachteil der mehr oder weniger wertvollen Rohsubstanzen, je nach Verarbeitung, von allen Blau-Grün-Algen, Kulturgräsern und Blattgrün ist die Tablettierung mit der Presshilfe Magnesiumsdearat. Dieses Wachstumsderivat, ein beliebtes Bindemittel im Einsatz bei der industriellen Herstellung, umhüllt jede mikrofeine Pulversubstanz, mit dem Vorteil, dass es die Abfüllmaschinen sauber hält, jedoch mit dem Nachteil für den Konsumenten, dass die Verwertbarkeit dieser Tabletten im Darm zu über 30% reduziert ist. Alle in diesem Buch vorgestellte Heilnahrung und Nahrungsergänzungsmittel bestehen aus naturbelassenen Rohstoffen ohne Zusätze von Geschmacksverstärker, Aromen, Farb- und Süßstoffe etc., Füllstoffen und nicht natürlichen Bindemitteln. Das gesunde Silizium, ca. 1,5% Kieselsäure, wird als Bindemittel bei der Tablettierung von Pacifica Hawaii, Spirulina und Gerstengras-Tabletten verwendet. Bei Spirulina-Pulver und Tabletten handelt es sich um noch enzymreiche, lebendige Nahrung, die nach Kirlian-Fotografie und nach Prüfung durch den Physiker Fritz Albert Popp eine starke Photonenausstrahlung aufweist. Ebenso handelt es sich um noch enzymreiche Nahrungsergänzungsmittel bei allen vorgestellten chlorophyllhaltigen Produkten, die unter 50 Grad schonend luftgetrocknet sind. Die Produkte sind frei von allergenen Stoffen und belastenden Schwermetallen. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit am Herzen liegt, meiden Sie industriell bearbeitete Nahrungsmittel. Und wenn es an Zeit oder Geld mangelt, ist es letztlich bei weitem weniger kostspielig, jedes Wasser, Bio-Gemüsesaft oder Bio-Apfelmus mit den nahrhaften Nahrungsergänzungsmitteln anzureichern, um den Körperzellen das zu geben, wonach sie hungern, nämlich Nährstoffe. Friedrich Hölderlin schrieb einmal: Wo Gefahr ist, wächst auch das Rettende.
Die Rückbesinnung auf unsere natürlichen Ressourcen bietet den Ausweg aus der Lebensmittelmisere im angehenden 21. Jahrhundert. Ursprüngliche chlorophyllreiche Pflanzennahrung mit ihrem hohen Potenzial an radikalen Fängern und vielfältigen Schutzstoffen ist eine echte Alternative zu der immer raffinierter werdenden Kunstdesignernahrung mit sinkender Nährstoffversorgung. In den nachfolgenden Kapiteln sind zahlreiche unverfälschte Nahrungsmittel inhaltlich beschrieben, die uns bei der Frage, was uns noch bleibt, Zuversicht und Antwort geben. Mikroalgen gelten als Muttersubstanz des Pflanzenreiches und besitzen die Fähigkeit, dank ihres hohen Chlorophyllanteils pathogene Bakterien zu vernichten. Je nach Chlorophyllgehalt wirkt auch der im Pflanzengrün gebundene Sauerstoff als größter Feind gegen anaerob lebende Bakterien und Parasiten und dient uns als Hüter einer intakten Darmflora. Die in der Alge oder Pflanze durch Photosynthese umgewandelte, gespeicherte Sonnenenergie ist die ordnungsschaffende und erhaltende Basis für alle Lebensvorgänge bei Mensch und Tier. Schon um 3000 vor Christus brachte der göttliche Ackermann, der chinesische Kaiser Sheng Nung Pen Cao, seinem Volk die Vorteile von Bohnensprossen, Pilzen und Kräutern nahe. Vor mehr als 250 Jahren experimentierten die britischen Mediziner David McBride und James Lind mit Kressesamen und angekeimten Hülsenfrüchten und fanden ein Mittel gegen die tödliche Krankheit Skorbut der Seefahrer. Man ließ an Bord Bohnen, Kresse, Linsen und Gerste keimen und siehe da, die Gefahr des gefährlichen Vitamin-C-Mangels war gebannt. Auch während des Ersten Weltkriegs wurde mit dem Medikament Sprossen Skorbut schneller und effektiver geheilt als mit Zitronensaft. Der britische Armeearzt H.W. Wiltshire proklamierte: Sprossen sind das billigste und wertvollste Nahrungsmittel überhaupt. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte bereits 1979, Zitat: Der Mensch ist heutzutage einer Dauerbelastung durch Umwelt- und Lebensmittelgifte ausgesetzt, die den Organismus völlig überfordern, Zitat Ende. Er ist auf die Hilfe von außen in Form von antioxidativen und körperunterstützenden Pflanzenstoffen angewiesen, die uns die Natur in Fülle mit vitaminreicher Keim- und Sprossenkost, Algen, Kulturgräsern, Wild- und Urkräutern, unbehandeltem Obst und Gemüse anbietet. Die Versorgung mit Keimgut ist eine für fast jeden machbare Lösung, denn was wir im Sprossenglas oder im Saataufzuchtkasten ernten, ist von unverfälschter Qualität und dazu noch kostengünstig. Die Selbstversorgung mit lebensfrischer Nahrung aus dem Zimmer- oder Balkongarten stärkt uns in jeder Weise und unterstützt die Selbstheilungsprozesse unseres Körpers. Siehe Rosemarie Nöcker, das große Buch der Sprossen und Keime. Abhilfe und Schutz schaffen Sie durch eine gezielte Veränderung Ihres Lebensumfeldes. Wählen Sie gesunde Lebensmittel in Bioqualität und selbstgezüchtete Sprossen und Keime. Vermeiden Sie Konserven, Tiefkühlkost und Fastfood und die Produkte, welche das Rosten Ihrer Zellen beschleunigen. Verzehren Sie die pflanzlichen Nahrungsmittel überwiegend ungekocht am Tag, abends schonend gegart. Für ältere Menschen, Kranke und Kaugeschädigte ist feinpürierte Rohkost gehaltvoll an Mineralien, Enzymen und Vitaminen und kann als warmer Gemüsebrei oder Gemüsesuppe im Wasserbad mundwarm erhitzt werden. Speisen und Getränke sollten nie über 50 Grad noch eiskalt in den Magen gelangen. Diese Unsitte reduziert die Ausschüttung von Verdauungssäften, denn sie bedeutet für die empfindlichen Magenschleimhäute Schock und ist eine nicht unbedeutende Mitursache für Reizmagen- oder Reizdarmsymptome. Zur Frage, welches Wasser sollen wir trinken, ist es sinnvoll, zuerst das Trinkwasser auf Aluminium, Arsen, Blei und andere Schwermetalle von anerkannten Instituten prüfen zu lassen. Ferner ist es ratsam, einen Schwermetallprovokationstest durchzuführen mit einer nötigen Chelat-Therapie zur Ausleitung von Aluminium.